Jo, und damit herzlich willkommen zurück bei Kleine Grüne Echse. Wir spielen The Division. Wir haben uns den Trailer in der letzten Folge angeguckt, die Charaktererstellung gemacht, ja. Ein bisschen jung. Wir werden jetzt hier die Einführung durchspielen. Einmal kurz hier hinter hocken. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Perfekt. Alles getestet? Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Okay, wir nehmen das mal entgegen. Agent, ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitarbeiterin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ich habe hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Hey. Kann ich nicht aufmachen. Okay, kann ich mich noch nicht auffüllen. Gehen wir mal da hinten rein. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Faye Law, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich, Lieutenant. Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Zum Terminal. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Dein Team mit anderen Leuten gründen können. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Sehen Sie sich die Schätzchen an? Ist ein Händler? Ah, jetzt kann ich mich auffüllen. Oder auch nicht. Wir sollen wieder raus. Warnung. Sie entfernen sich aus dem... Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Sie wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Das tut weh. Gucken, was er dabei hat. Vermisste Vorratskiste geortet. Gucken, was hier ist. Markierte Position in der Nähe. Komm schon.
glaube eher, dass du da tot liegst. Und... Moment, das große Maul noch eben. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Zap, zap. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Irgendwas dabei? Nö. Nichts gedroppt. Oh. Das ist kein Spielzeug. Was hast du denn? Morgensport oder was? Ich weiß es nicht. Und mal ehrlich, es ist. Muss ja fit sein, ne? Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Gucken wir mal auf die Karte. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Da müssen wir vermutlich auf jeden Fall hin. Um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Alles klar, Mukwi. Hol uns die Scheiße zurück, du. Er ist den HE-Magger. Ich hasse HE, Leute. Ich bin der Beta schon gehasst, wie Sau. Nur Löpfe zu dem nächsten Auftrag. Oh, Bäume. Vermisste Vorratskiste geortet. Das ist hier nichts von. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Und wir haben zur Abholung markiert. Das zur Abholung markiert. Alles klar. Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Gleich verteidigen. Okay. Mach mal keinen Scheiß hier. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Haus, ne? Kriegt ihr noch mal den paar Schuss? Ne. Bestätigt. Sparrow
Five ist vor Ort und kampfbereit. Alles klar. Übernehmen, Jungs. Oh, da ist ja noch einer. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Okay, gucken wir mal kurz, was wir gekriegt haben. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Das ist schon mal besser. Das ist schon mal besser. Mir gar nicht lange nach, ist sowieso nur das Anfangsszenario. Okay. Sonst hat keiner mehr was gedroppt. Dann gehen wir gleich zum nächsten Nebeneinsatzziel. Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Ey, ist klar. Was mag Vedo? Und da, oder? Jo. Ja, ich finde euch. Soll ich nicht verstecken. Eine Kiste oder sowas? Nee, ne? Nur mal hoch. Ab dafür. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Wenig Sachen. Na los, na los. Gib mir was. Gewaltig. Gegner neutralisiert. Zap, zap. Hallo? Alles okay da draußen? Hey, ist da draußen jemand? Können Sie mich rauslassen? Ja, Muffi. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich, oh, vielen Dank. Brauchen Sie mal Hilfe, sagen Sie Bescheid. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Zitter. Bücke. Ist hier noch irgendwas? Ja! Okay, voll. Das wollte ich nicht. Jo, ne? Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Vielen Dank für all die Leben, die Sie gerettet haben. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Wir haben hier was für Sie. Da gibt's Geschenke. Da komme ich doch direkt nach Hause. Was ist sie denn? Ich wollte gerade sagen, haben die Blut unter die Füße, aber nein, der LKW ist rot. Ihr wisst nicht, oder? Ihr wisst nicht. Oh Gott! Sie sollten helfen. Ich weiß schon. Nein, nee, ich bin hier, um zu laufen. Mädels, denkt die sich denn? Bleiben wir einfach freundlich. Und zum Türen schließen. Machen. Ganz Innenraum geht doch kaputt. Wir stehen doch hier noch länger rum. Zu. Zu. Bist du sicher? Passen Sie auf, worauf
zap, zap, da sind wir wieder zurück. Hey, was darf sein? Schön. Der wieder wird von mir, ne? Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Schön, ne? So, gucken wir mal kurz, was Sie jetzt machen sollen. Agent, wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Okay, machen wir. Endlose laufen. Oh, da ist eine Tür ganz weit offen. Gucken wir mal eben. Schwierigkeitsgrad. Oh mein Gott, was ist los mit mir heute Morgen? Schwer. Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Warnung. Feinde nähern sich Ihrer Position. Ah, die sind schon da. Wieso konnte ich das eben nicht auswählen mit dem Schwer und nicht Schwer? Das ist, oder habe ich das übersehen? Hier lebt ja auch noch. Der nächste sozusagen. Ach, Kacke. Ich hab geachtet. Was rot ist, war weil. Zack, der was geschmissen hatte. Brooklyn Zentrale. Hier Division Command. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division? Das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Was haben die denn geschossen? Los. Wie haben Sie das gemacht? Geschossen. Warum schießt er denn nicht? Lol. Stand da vorne, der hat nicht geballert. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Ja.
kotzt mich der Hund, du. Schönes Ding. Schön links, rechts und so. Dancen. Gegner im Anmarsch. Oh. Das war's schon jetzt, oder was? Na, das ging ja einfach. Halt. Ich sehe einen auffüllen. Nee, das war's dann doch noch nicht. Glaube nicht. Raus bist du. Oh, hier, da.